Hallo Meinung. Ja, heute ein Gespräch mit einem leitenden Mitarbeiter im Bereich einer Kommune. Ich freue mich, ihn begrüßen zu dürfen. Aus persönlichen Gründen, aus Sicherheitsgründen. Wir haben es am Wochenende erlebt, wenn ein staatlich Bediensteter, wenn ein Beamter auf die Bühne geht und spricht zur Situation, die wir jetzt in Deutschland haben hinsichtlich Corona und tut seine Meinung kund. Dann erleben wir, was passiert, vom Dienst suspendiert. Und dass es diesem Herrn nicht so geht, deshalb ist die Stimme verzerrt und das Bild entsprechend gepixelt. Aber nichtsdestotrotz, es sind hochinteressante Informationen, die wir heute erhalten werden. Und ich darf euch jetzt schon sagen, es lohnt sich zuzuhören. Ich sage ein herzliches Willkommen bei Hallo Meinung. Es freut mich, dass Sie bei uns hier heute mit als Interviewpartner zur Verfügung stehen. Unser Thema ist heute das Thema Migration bereits vor 2015. Ich denke, Sie haben eine Menge dazu zu erzählen, was seinerzeit passiert ist. Ich sage herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Meine erste Frage: Wie erlebte man vor Ort die Migrationsströme beginnend 2014? Ich grüße Sie. Ich begrüße Sie ebenfalls, Morgen, Herr Weber. Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, dazu einiges zu sagen. Auf Ihre Frage hin möchte ich also zunächst kurz zurückblenden. Im Jahre 2011 hatten wir hier bundesweit knapp 3000 Asylbewerber. Dann gab es im Jahre 2012, im Juli, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach den Asylbewerbern höhere Leistungen zustanden. Das bedeutete, dass die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhöht werden mussten, und zwar so etwa auf das Niveau der Sozialhilfe, das heißt Hartz IV. Und damals war schon absehbar, dass aufgrund dieser Leistungserhöhung über kurz oder lang es wohl zu einer Steigerung der Zahl der Asylbewerber kommen würde. Und tatsächlich war das dann auch so. Wir hatten dann im Jahre 2012 bundesweit etwa schon 77.000, 78.000, 2013 dann schon 127.000. Im Jahre 2014 wurde dann auch schon die Grenze 200.000 überschritten. Das heißt, wir waren damals schon in einer Größenordnung, wie wir sie zuletzt zu Zeiten des Jugoslawienkrieges hatten, und zwar so um 1993 lag die Zahl etwa bei 440.000. Damals hatte man dann die Notbremse gezogen. Das heißt, man hatte die Regelungen zur Anerkennung als Asylbewerber verschärft. Und das bedeutete ganz konkret, dass niemand mehr anerkannt wurde, der über einen sicheren Drittstaat eingereist war. Das waren also zunächst mal alle EU-Staaten, und darüber hinaus waren bestimmte Staaten gesetzlich als sichere Drittstaaten anerkannt. Das bedeutete also, wenn jemand auf dem Landweg in die Bundesrepublik kam, weil ja insgesamt von sicheren Drittstaaten umgeben waren, hatte er rechtlich im Prinzip gar keinen Anspruch auf Anerkennung mehr. Ja, wie ich eben sagte, die Zahlen stiegen immer weiter. Und aufgrund dieser Entwicklung sahen wir uns hier bei unserer Verwaltung, das war aber andernorts auch nicht so, ja, schon Ende 2014 in der Lage, dass bald unsere Kapazitäten wohl überschritten sein würden. Das heißt also einmal im Hinblick auf die Unterbringungsmöglichkeiten, denn wir waren natürlich auf ein niedrigeres Niveau an Räumlichkeiten eingestellt, und das bedeutete auch, dass im Grunde genommen das Personal für diese steigenden Zahlen gar nicht entsprechend angepasst. Ich Und habe deswegen, Sie, gestatten Sie ja, eine Zwischenfrage. Ich Gerne. habe Sie richtig verstanden. Die Zahlen der Asylsuchenden sind schon exorbitant 2014 gestiegen. Die Ja. Frage, die ich noch habe, wie sah es denn 2014 mit der Hilfsbereitschaft aus, die nachher 2015 ja in einem Maße gestiegen ist? Ich spreche von Kirchen, von Diakonien, von Verbänden. War diese Hilfsbereitschaft 2014 so vorhanden? Die Zahlen 2014 der Asylsuchenden sind, so wie Sie sagen, angestiegen. Und gab es 2014 schon finanzielle Unterstützung für diese Einrichtung, die Asylsuchende aufgenommen haben?
Also, wie ich eben schon sagte, das war ja in 2014 schon eine deutlich höhere Zahl der Asylbewerber als in den Vorjahren, aber in der Öffentlichkeit war das so noch gar nicht bekannt. Das heißt, man hat zwar auch schon von höheren Zuströmen gehört, aber das war nicht so bewusst. Und deswegen war das auch noch kein Thema. Hilfsbereitschaft auch im Bereich der Bevölkerung war noch gar nicht angesprochen. Aber wie gesagt, wir hatten jetzt schon dieses Problem, wir sahen das Problem kommen und versuchten uns natürlich darauf einzustellen. Spezielle Haushaltsmittel hatten wir selbst in unserer Kommune auch gar nicht. Wir hatten so die üblichen Beträge, die für die durchschnittlichen Zahlen drin waren. Deswegen haben wir uns gefragt, was machen wir, wie können wir uns am besten darauf vorbereiten? Und aus diesem Grund haben wir dann die örtlichen karitativen Verbände und kirchlichen Einrichtungen, die sich entweder schon bereits mit der Betreuung von Asylbewerbern beschäftigten oder die jedenfalls von ihrer Aufgabenstellung her in Betracht kamen, in diesem Bereich eventuell Hilfestellung leisten zu können. Diese haben wir zu unserer Verwaltung an einen runden Tisch gebeten und baten um Unterstützung, eben mit der Frage, können Sie uns bei der Problematik der Unterbringung oder auch der Begleitung, der Integration möglicher Sprachkurse hilflich sein, wenn sich die Situation so weiterentwickelt. Denn es war absehbar, dass wir mit unseren uns zur Verfügung stehenden Mitteln, denn irgendwelche Hilfen seitens des Landes oder seitens des Bundes waren überhaupt noch gar nicht im Gespräch. Man sah also das Ganze in der Öffentlichkeit noch nicht so als Problem, während verwaltungsseitig bei jedem, der sich mit den Dingen beschäftigte, eigentlich klar war, was hier auf uns zukommen würde. Deswegen, für Hilfsbereitschaft, war in dem Moment noch nicht zu sprechen. Ich halte also fest Ihre Aussage, 2014 haben Sie einen runden Tisch gehabt, Sie haben sich dann zusammengesetzt und haben dann gesagt, was können wir gemeinsam tun, denn es kommt eine Situation auf uns zu, die bereits jetzt schon nicht nur tendenziell, sondern sie ist vorhanden. Man hat 2014 also wenig bis gar keine Bereitschaft gezeigt, dort zu helfen. Ich darf noch mal hinterfragen, 2014 gab es noch keine finanziellen Unterstützungen. Nein, nein, gab es noch nicht. Wobei es eben so war, an diesem runden Tisch hat man natürlich zum Ausdruck gebracht, dass man bereit sei zu helfen. Man werde prüfen, was man tun könne, aber Reaktionen gab es dann eben nicht. Es war derzeit auch so, sagte ich ja vorhin schon, dass wir selbst auch keine weitergehenden Haushaltsmittel zur Verfügung hatten, so dass wir eine entsprechende Vergütung hätten anbieten können. Ich habe das verstanden. Sie haben ja dann eine riesen Herausforderung gehabt. Das Jahr 2014, die Übergänge zu 2015, die wir ja bis heute ja nun deutlich spüren im Zuge der Menschen, die in Deutschland leben wollen, unberechtigterweise doch einige hunderttausend. Wie sind Sie dann mit diesem Ansturm weiter umgegangen? Ja, es war natürlich so, dass wir dann versucht haben, uns verwaltungsmäßig, so gut es mit unseren Mitteln geht, darauf einzustellen. Die Zahlen stiegen ja immer weiter an, aber seitens des Bundes oder des Landes gab es da noch keinerlei Reaktion. Als es dann so war, dass alle Asylbewerber, auch wenn sie offensichtlich keinen Anspruch hatten, unkontrolliert ins Land gelassen wurden, hatten wir plötzlich Zahlen von Menschen, die wir unterbringen mussten, auf die man so eben nicht vorbereitet war. Wie gesagt, wir hatten auch keine Möglichkeiten. Das bedeutete, dass unsere Unterbringungsmöglichkeiten, das ist ja immer das erste Problem, denn uns wurde dann mal vom Land ganz kurzfristig mitgeteilt, in welcher Zeit, manchmal innerhalb von wenigen Tagen, wir welche Zahlen von Asylbewerbern unterbringen mussten. Und das bedeutete recht schnell, dass unsere vorhandenen Möglichkeiten ausgeschöpft waren. Und wir mussten natürlich unterbringen. Das ist so. Man kann nicht einfach sagen, können wir nicht, haben wir nicht. Das heißt, dass wir also Wohnraum suchen mussten bei allen Möglichkeiten, die sich uns boten. Zum einen haben wir im Wesentlichen versucht, Privatwohnungen anzumieten, weil das, ich sag mal, finanziell das günstigste ist, aber auch für Asylbewerber eine bessere Möglichkeit der Integration bietet, als wenn sie in einem Wohnheim untergebracht werden. Also das war unsere Präferenz, günstigen Wohnraum zu finden, aber da gibt es eben auch Probleme. Da muss dann eine ÖPNV-Anbindung haben, das heißt Kinder zur Schule müssen oder die Menschen müssen auch zum Arzt, die müssen zur Verwaltung, müssen einkaufen. Das heißt, man kann sie nicht einfach irgendwo unterbringen, das müssen geeignete Wohnungen sein.
Das heißt also, dass wir uns bemüht haben, Wohnungen zu finden. Dort konnte man dann feststellen, dass sie auch eine große Bereitschaft und Unterstützung der Bevölkerung hatten, Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Aber der Markt war natürlich irgendwann auch sehr, sehr eingeschränkt. Ja, dann blieb es nur über, Gemeinschaftsunterkünfte zu schaffen. Das heißt also Hotels, insbesondere vielleicht Hotels, deren Betrieb eingestellt war, die auch nutzbar waren, Pensionen, Kasernen, eventuell wurden auch Container aufgestellt und so weiter. Nachher um die Weihnachtszeit rum war es dann auch so, dass wir Turnhallen aus dem Schulbetrieb nehmen mussten und die Personen dann eben in den Turnhallen untergebracht haben. Sie können sich ja vorstellen, dass das also mit einer Menge von Problemen verbunden war. Einmal waren wir personell darauf überhaupt nicht eingestellt. Wie gesagt, wir hatten die Sachbearbeiter, Stellen waren entsprechend zu der üblichen Nachfrage in den Vorjahren besetzt und so kurzfristig kann man dann auch nicht viel machen. Sodass es ganz, ganz wichtig war, und das war ein Punkt, für den ich mich nochmal bedanken möchte, das war die Unterstützung, die aus der Bevölkerung gekommen ist. Das war ja das, was Sie im Grunde nur schon 2014 erlebt haben, diese Unterstützung aus der Bevölkerung. Wie war dann die Situation 2015, als ja doch nicht unerhebliche Geldmittel in Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt wurden? Wie war dann die Unterstützungsbereitschaft der karitativen Einrichtungen und der kirchlichen Einrichtungen? Als dieses Problem ganz akut geworden war, eben auch durch unsere Hilferufe und es dann eben auch Geld gab. Es gab ja dann spezielle Programme des Bundes, des Landes und wir hatten dann auch zusätzliche eigene Haushaltsmittel. Da war es dann so, dass dann auch Angebote aus diesen Einrichtungen kamen. Und zwar sehr, sehr viele Angebote. Es haben dann eigentlich alle, die wir auch vorher angesprochen hatten, haben sich dann in diesen Bereich mit eingebracht und haben da dann auch investiert. Was natürlich auch heißt, dass entsprechende Finanzmittel dann geflossen sind. Gestatten Sie mir bitte eine Zwischenfrage von Ihrem Gefühl her. Ich erlebe ja immer wieder seit 2015, dass wir diese Hilfsbereitschaft, die moralisieren wir und die Kosten dafür sozialisieren wir. Nun sind Sie ein Mensch, ich sehe an Ihren Ausführungen, Sie betrachten das sehr sachlich, Sie haben unmittelbar damit zu tun. Wie beurteilen Sie, ohne jetzt populistisch zu wirken, das Verhalten der Einrichtung 2014 eher ablehnend, um es vorsichtig zu sagen, ab 2015, jetzt fließen Gelder in üppiger Höhe, unsere Hilfsbereitschaft begründen wir mit der Moral. Ist es so oder sehen Sie das mit einer gewissen Skepsis? Also, das ist so etwas zweischneidig. Mit einer gewissen Skepsis würde ich das sehen. Man muss einmal sagen, wenn man Einrichtungen schaffen will und wenn man dafür dann auch Personal braucht, dann muss man dafür auch finanzielle Mittel haben. Das ist klar. Aber diese karitativen Einrichtungen und Verbände sind ja schon immer in dem Bereich tätig gewesen. Und da hat man uns, solange wir ihnen nicht auch Vergütung anbieten konnten, eben sehr, sehr wenig Hilfestellung geboten. Also das ist jetzt die Frage, als das Geld kam, kamen dann auch die Leistungen. So kann man es objektiv feststellen. Jawohl. Gestatten Sie mir eine Zwischenfrage. Und zwar ist Folgendes: Viele Menschen schreiben uns immer an, es kursieren Zahlen für unbegleitete jugendliche Minderjährige, die Betreuungskosten. Da sagen welche, das sind 1500 Euro. Und lässt sich das irgendwo in dem Rahmen eingrenzen, dass man das mal sagt, was so ein Platz, monatlich gekostet hat oder kostet? Also, so ein Platz ist sehr viel teurer. Und zwar hängt es damit zusammen, dass unbegleitete Minderjährige nicht in normalen Asylbewerberunterkünften untergebracht werden dürfen, was ja im Prinzip auch richtig ist. Aber dafür müssen dann eben spezielle Einrichtungen mit einer besonderen Betreuung durch Fachkräfte vorhanden sein. Und hier wieder das gleiche Problem. In diesem Umfang, wie dann erforderlich, hatten wir solche Einrichtungen natürlich nicht. Die waren immer auf den Bereich abgestellt, wie das üblicherweise bei uns erforderlich war. Und hier kamen ganz erhebliche Zahlen dazu. Das heißt, wir mussten solche Betreuungsstellen suchen. Und die entsprechenden Einrichtungen, die so etwas vorhalten, waren dann auch sehr schnell überfordert.
Das heißt, sie muss selbst auch neue Einrichtungen schaffen und dafür auch Personal einstellen. Ein großes Problem, bevor wir die Flüchtlingskrise hatten, war der Markt der Sozialarbeiter, wie soll ich sagen, ich sag mal, gut bestückt. Und das änderte sich nun schlagartig. Das heißt, sie konnten auch keine befristeten Sozialarbeiter mehr, Arbeitsverträge mehr abschließen, mussten die dauerhaft einstellen. Das betraf also dann zum Beispiel uns als Verwaltung, aber auch Einrichtungen. Und das trieb natürlich die Kosten ganz erheblich, denn wenn man jemanden mit einem unbefristeten Vertrag einstellen muss, dann weiß man, dass man die Kosten auf einige Zeit haben wird. Um also nochmal zu Ihrer Ausgangsfrage zurückzukommen, das ist ganz unterschiedlich, aber Sie können in so einem Fall pro Monat 6.000 bis 8.000 € pro Platz etwa ansetzen. 6.000 bis 8.000 €. Ich will Ja. diese Summe jetzt gar nicht im Einzelnen zur Frage stellen, aber es ist eine nicht unerhebliche Summe und es ist ja auch eine nicht unerhebliche Zahl jugendlicher Unbegleiteter, die in Deutschland leben und ja, die leider Gottes auch zu Problemen hier im Bereich ja, der Klein- bis Schwerstkriminalität führen. Ich habe immer gehört, dass mit Familien, das bestätigen mir Polizeiangehörige, haben wir die wenigsten Probleme. Wir haben mit Familien die Ja. wenigsten Probleme. Ich würde mir wünschen, wenn man diesen jungen Leuten das als Randbemerkung aufzeigen würde, wenn du hier leben willst, haben wir gewisse Regeln mit im Auskommen. Ansonsten können diese Summen, die für dich aufgebracht werden, die sind dann sicherlich nicht gerechtfertigt. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Welche Folgen hat das Ganze nun gehabt? Ja, ich hatte es ja eben schon angesprochen, dass Einrichtungen geschaffen werden mussten, also auch seitens der Vereine, Verbände, aber auch auf unserer Seite. Wenn man zum Beispiel Gemeinschaftsunterkünfte angemietet hat oder auch neu geschaffen hat, dann konnte man das nicht über einen kurzfristigen Zeitraum. Das ist auch verständlich. Jemand, der so etwas zur Verfügung stellt, auch ein Privater oder ein Unternehmen, was auch immer, müssen dann investieren. Und das heißt, wir mussten langfristige Verträge abschließen. Wir haben natürlich versucht, die so günstig wie möglich für uns auszuhandeln. Aber man hat diese Unterkünfte. Und selbst wenn sie jetzt nicht mehr genutzt werden, dann steht man im Vertrag und muss entweder die Miete weiterzahlen oder muss sehen, wie man eine vertragliche Regelung findet, um da rauszukommen. Ich Das Gleiche verstehe. gilt eben für die Mitarbeiter, die wir, also als Behörde oder aber auch Einrichtungen eingestellt haben. Die muss man dann eben auch weiter beschäftigen. Das haben Sie sehr verständlich erklärt. Nun ist Und das die sind Folgekosten. ich habe ja, Sie haben vollkommen recht. Nun ist ja die Migration uns so erklärt worden, dass wir unseren demografischen Wandel in der Bevölkerung damit positiv beeinflussen würden, sprich aus Sicht derjenigen, die uns das, die es veröffentlicht haben, und aus vielerlei Politikersicht hieß es ja, das wären die Menschen, die im Grunde genommen, wie gesagt, das demografische Problem, die im Grunde genommen in der Wirtschaft dann bereitstünden, im Grunde genommen für alle Bereiche der Arbeitsplätze, also bis vom akademischen bis zum gewerblichen Arbeitnehmer. Ich finde jeden Arbeitsplatz toll, der da ist und der erhalten bleibt, gerade in der jetzigen Zeit. Hat es geholfen? Sind diese Menschen, die gekommen sind, in ihrer Vielzahl, haben die geholfen, diesen demografischen Wandel, insbesondere was die Wirtschaft angeht, zu bremsen? Und ist eine Situation eingetreten, die uns derzeit und für die Zukunft Verbesserung verheißt? Also, aus meiner Erfahrung kann ich das leider nicht bestätigen. Hier, und ich glaube, das war anderswo auch nicht anders, war es so, dass die Menschen, die zu uns gekommen sind, in den wenigsten Fällen eine höhere schulische oder berufliche Qualifikation hatten. Bei uns waren in der Regel es Menschen, die nur wenige Jahre die Schule besucht hatten. Also bei uns würde man meistens sagen Grundschule und nicht darüber hinaus. Und auch keine Berufsausbildung hatten in unserem Sinne. Und wir hatten auch sehr viele dabei, die Analphabeten waren, die noch nie eine Schule besucht haben. Also aus meiner Sicht sind diese Hoffnungen, die man daran angestellt hat, zur Lösung des demografischen Problems nicht erfüllt worden. Ich war letzte Woche in Berlin und das sind jetzt das sind Zahlen, die hinterlegt. Wir haben in Berlin haben wir jeden Tag zwei Vergewaltigungen.
Es ging so durch sehr, sehr Medien, die der Mainstream-Presse zuzurechnen sind. Wir haben Messerattacken in einem Maße seit 2015, die nicht mehr erträglich sind. Nun wissen wir auch auf Zahlen, die jetzt nicht von irgendwelchen skurrilen Internetportalen kommen, nun wissen wir, dass die Quote derer, die das verüben, doch und auch wenn durch die Straßen gezogen wird, wir nehmen Frankfurt, wir nehmen Stuttgart, ich sage es mal ganz vorsichtig, die Zahl, 2 Drittel dieser jungen Menschen sind, die jetzt hier nach Deutschland gekommen sind, deren Bildungsstand oft nicht so hoch ist, deren kulturelles Verhalten doch davon geprägt ist, dass der Mann in der Familie das Familienoberhaupt ist mit patriarchischen Zügen. Wir erleben es allzu oft, dass man dann sagt, eine sehr milde Justiz, Sie mit Ihrem profunden Wissen, warum kann man diese Leute nicht einfach abschieben? Ja, im Prinzip wäre es ja denkbar, sie abzuschieben. Aber in der Praxis ist es eben anders. Wir brauchen erst eine rechtskräftige Entscheidung, dass derjenige keinen Asylanspruch hat. Und sowas kann sich ja recht lange hinziehen. Im Übrigen so, und ich glaube, das ist auch ganz allgemein bekannt, dass die meisten der Asylbewerber keine Papiere vorzuweisen haben, sodass man nicht weiß, aus welchem Land sie tatsächlich kommen. Also wir hatten zum Beispiel sehr viele junge Männer, die angeblich Algerier waren, die aber kaum ein Wort Französisch sprachen, was nämlich gerade auf eine Herkunft aus Algerien hindeutet. Aber wie gesagt, oft keine Papiere und die Angaben zum Herkunftsland stimmen auch nicht immer, sodass es also selbst dann, wenn man jemanden eigentlich abschieben könnte, oft schwierig ist, das Heimatland herauszufinden. Und selbst wenn einem das dann gelingt, ist es oft so, dass die Länder ihre Staatsangehörigen nicht zurücknehmen wollen. Und selbst dann, wenn das alles geklärt ist, erlebt man es sehr häufig, dass sie dann kurz vor dem Abschiebetermin untertauchen oder aber einen Attest vorlegen, dass sie krank und daher nicht reisefähig sind. Das sind also so einige Gründe, warum das mit der Abschiebung nicht so funktioniert, wie das eigentlich sein könnte oder sein müsste. Nun erleben wir ja, dass wir trotz Corona, es gibt ja wir haben Marokko, Algerien, Tunesien, wir haben Marokko, haben wir eine Reisewarnung bekommen. Auf der einen Seite dürfen wir nicht nach Marokko einreisen, das Thema Corona-Bestimmung, und auf der anderen Seite oder erschwert einreisen. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die kommen über Marokko zu uns und die können einfach rein. Wissen Sie, was allzu oft Menschen, die jetzt nicht Stammtischparolen von sich geben, nicht verstehen, warum kommen diese Menschen zu uns rein? Es gibt ja immerhin Abkommen, die besagen, wie sie ist der Asylstatus. Es kommen, wie die Grenzsituation ist, die Grenzsicherung immer noch, die Außengrenzen, Frontex. Warum kommen die Menschen gänzlich ohne Papiere zu uns, erfahren ein hohes Maß an Hilfeleistung, werden hier, wie wir vorhin festgestellt haben, Familien weniger, aber junge Männer, die ihren Testosteronspiegel ausleben, werden mit kleinen bis zu schweren Straftaten straffällig und erleben hier ein Land, das im Grunde genommen nicht handlungsfähig ist. Wie sehen Sie die Situation gegenwärtig für die Zukunft? Was ist Ihr Rat an Politik und Gesetzgebung, um zu sagen, das müssen wir ändern, dass dieses Land in einem friedvollen Zustand bleibt, aber gleichzeitig auch offen, weltoffen bleibt? Also die rechtlichen Grundlagen dafür, um diese Situation zu schaffen, wie Sie sie eben zuletzt geschildert haben, wie sie denn eigentlich sein sollte, die sind vorhanden. Man müsste nur alle Möglichkeiten entsprechend umsetzen. Ich sehe es in dieser Form genauso. Ich bin Ihnen für dieses Interview außerordentlich dankbar. Sie haben eine sehr sachliche, fundierte Aufklärung gegeben. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft, lassen Sie uns gesund bleiben, lassen Sie dieses Land friedvoll, weltoffen, Europa zugewandt bleiben, aber mit Regeln und mit einer Umgangsform, mit Respekt und Werten, für die es sich lohnt, in diesem Land zu leben, für dieses Land zu kämpfen, was ich für meine Generation, ich kenne Ihr Alter nicht, Sie für Ihre Generation und was unsere Eltern und Großeltern geschaffen haben. Ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte bleiben Sie gesund und lassen Sie uns bitte in Verbindung bleiben. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich ebenfalls und wünsche Ihnen das Gleiche.